kommen sie schon. Die ganzen Kriminellen. Ah, die holen uns die Kriminalität ins Viertel. Unglaublich. Ah, noch direkt neben mich. Ich hab's echt hart getroffen. Bald brauche ich auch noch Zäune, um meinen Hafen gut zu schützen. Hey, mein Geldbeutel! Nein, mir geht's wunderbar. Sehen Sie ja. Ich bin das blühende Leben. Ich habe auch kein Problem, keine Schmerzen. Kommen Sie, setzen Sie sich. Kommen Sie hoch. Soll ich Arzt holen? Nein, mir geht's gut. Wollen Sie mit reinkommen? Nein, nein, vielen Dank. Mir geht's wunderbar. Wirklich, vielen Dank. Also, heute Nacht, da hatte ich irgendwie so einen Traum und ich habe geträumt, dass ich selber jetzt der Flüchtling war und ich glaube, der hat es echt schwer gehabt und ich glaube, ich sollte den jetzt mal wirklich hier willkommen heißen und vielleicht auch mal zum Essen hier einladen, einfach mal, dass er hier Anschluss findet und ihm eine helfende Hand jetzt bieten hier in Deutschland. Ich habe mal eine persönliche Frage. Warum bist du eigentlich nach Deutschland gekommen? Also, ich war in meinem Land Journalist und dann war da halt Krieg und wenn ich da geblieben wäre, wäre ich wahrscheinlich gestorben. Aha. Ja, das ist auch der Grund, warum du so gut Deutsch kannst, oder? Weil du als Journalist. Ja, ich konnte schon ein bisschen Deutsch. Aha, okay. Aber halt mit Dialekt, wie du ja hörst. Okay, und wie kam es dann dazu, dass du nach Deutschland gekommen bist? Welche Route bist du da geflogen? Ich bin einfach mit dem Boot über das Mittelmeer. War aber sehr teuer. Hat mich fast mein ganzes Geld gekostet. Okay. Musst du da irgendwas dann noch für verkaufen, oder? Ich hatte nicht viel Geld. Ich war ja Journalist, aber ich habe jetzt gar kein Geld mehr. Gar keins? Fast gar keins. Ja, das ist schlecht. Ich habe nur noch die Sachen, die ich von früher hatte. Okay. Mein Telefon und ein bisschen Kleidung, aber auch nicht mehr viel. Jetzt brauche ich halt Unterstützung vom Staat. Ah, okay. Und wie ist es in Deutschland? Wie gefällt es dir? Ist sehr schön, aber ich kann halt. Ah nee, dieses Jahr habe ich gedacht, die 60 Euro, die gönne ich mir mal und dann mal. Nee, ich wollte jetzt echt nicht draußen im Dreck liegen. Muss ja nicht sein. Also, ja, dann mal nur einkaufen. Was habt ihr heute so gemacht? Also ich habe heute meinen neuen Nachbarn mal eingeladen zu mir und wir haben zusammen mal was gekocht. Und ich habe mich so ein bisschen mit ihm unterhalten, auch über seine Flucht und wie das Ganze abgelaufen ist, wie er überhaupt nach Deutschland gekommen ist. Und mir ist aufgefallen, es ist echt ein netter Kerl. Also ich bin auch schon am Überlegen, den einfach das nächste Mal mitzubringen, weil er erzählt mir die ganze Zeit, dass er hier in Deutschland keinen Anschluss findet, dass er hier keine Familie hat. Und ich glaube, dem ist einfach tierisch langweilig und ich glaube, der braucht ein bisschen Abwechslung. Also ich finde es ja super, dass du dich so gut mit dem verstehst. Also eure Ängste, die ihr die ganze Zeit ausgebreitet habt, die waren ja total irrational und total schwachsinnig, meiner Meinung nach. Ich bin da echt froh dafür, das ist richtig gut, nehmen wir mal. Ja, ich finde auch, den sollst du eigentlich mal mitbringen, weil, also, ganz ehrlich, vielleicht ist er ja doch ganz in Ordnung und mich würde mal interessieren, wie der so drauf ist. Ja, gerne, das stelle ich euch denn gerade das nächste Mal vor. Also, ich frage ihn natürlich, ob er noch mitkommt. Nur weil Uwe das erzählt, heißt ja nicht, dass der Typ so drauf ist. Das kann ich gar nicht verstehen. Sehe ich genauso, nur weil du es erzählst. Ich meine, man hört so viele schlechte Sachen und ich glaube nicht, dass er ja keinen Hintergedanken hat. Also, ich bin da vollkommen dagegen. Es geht nur darum, mit uns ein bisschen was trinken zu gehen. Also ich finde es eine gute Idee. Also, ich wäre auch dabei. Ich wäre da nicht dabei, also das reicht mir dann. Ich bin dann weg. Also ich finde die Idee auch nicht so gut. Warte, ich komme mit. Wie geht's? Ich frage sie dir. Das ist total unnötig. Dasselbe Ding, ich glaube. Wirklich? Ja. Egal, dann bringe ich ihn einfach das nächste Mal mit und dann... Ja, ja, mach einfach die Fähre-Runde. Die beruhigen sich schon wieder. Genau, vielleicht kann ich das nächste Mal auch mal wieder Karten mitbringen, dann können wir vielleicht mal wieder Karten spielen. Ah, genau, stimmt, ein paar Trinkspiele mit. Ja, guck mal. Servus. Hi, Uwe. So, Leute.
Also, das hier ist Amat. Amat, das ist Heinz und das ist Jürgen. Und, Ich hab die Karte dabei. Ach Mist, die hab ich jetzt im Auto gelassen. Ich hab sie halt jetzt einfach vergessen, aber ich hol die später noch. Wir wollen unseren neuen Freund doch an Gebühren begrüßen, also erzählen Karten dazu, also ich jetzt auch mit Karten. Nachher dann. Wir können ja erstmal mein Getränke jetzt nochmal abstellen. Ja, warte mal. Du kommst ein Herr aus Damaskus? Nee.